erklären wir das Team jetzt währenddessen. Wir haben im Prinzip, momentan ist ja Kuddel und Bisaflor gebannt und meine Idee war dann halt so, hey, lass doch wohl Nona mit Sonne und Bisaknosp spielen im Rank, okay? Das könnte ziemlich cool werden. Wir haben außerdem ein Glurak, ein Giga Glurak mit dabei. Das ist also das Giga, worum wir hier das Team bauen. Dann haben wir ein Gastrodon, was so ein bisschen quasi die Schwächen dieses Trios abfängt. Weil dieses Trio stand sehr schnell und der Rest musste dann so ein bisschen drumherum gebaut werden. Wir haben hier also ein Gastrodon, was sehr gut ist aufgrund von Sturmsog. Dann auch im Doppelkampf diese ganzen Wasserattacken einfach ansaugt und immunisieren kann. Ja, ansonsten wird es auch gesteinert, was auch sehr nützlich ist. Dann haben wir Bulaosu mit dabei mit dem Fokusgurt und ich glaube drei Attacken und Schutzschild ist sehr oft auch natürlich auf den einzelnen Moves dabei. Und wir haben hier einen Felinara mit Schallwelle und Ruckzuckieb. Ruckzuckieb auch nochmal sehr nice zum Finishen und Schutzschild und Kulleraugen sind hier, glaube ich, mit am Start. Während Vulnona unter anderem die Trugtrainer hat, um die spezielle Defensive um 2 Stufen zu senken, damit Bisaknosp mit Lebenorb da ganz gut durchgehen kann. Und bei Glurak haben wir einen Schwächenschutz mit an Bord. So, jetzt schauen wir mal, was der Gegner hat, denn dafür wird es ein bisschen Zeit. Pipi haben wir auf jeden Fall mit dabei. Ja, also grundsätzlich sieht Bisaknosp hier auf jeden Fall sehr, sehr lecker aus. Ich weiß nur nicht, ob ich direkt mit Bisaknosp starten möchte. Wäre aber vielleicht gar nicht so verkehrt. Keine Ahnung, ich probiere es einfach mal, okay? Wir nehmen jetzt einfach mal die beiden, wir haben jetzt nicht super viel Zeit. Feuer sieht sehr, sehr gut gegen ihn aus. Habe ich eigentlich nichts zu meckern. Wasser hat er nicht. Nicht wirklich. Ja, ich glaube, Felinara sieht noch okay aus. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. War jetzt wenig Zeit dafür da, zu erklären und gleichzeitig dann auch noch auszuwählen und zu gucken, was der Gegner so hat. Ja, erstes Mal, also was heißt erstes Mal Doubles für mich? Ich habe hin und wieder mal in Doubles gespielt, aber super, super wenig. Super, super wenig. Und deswegen, ja, mal schauen, wie gut wir uns hier schlagen werden. Ich gehe schon davon aus, dass wir die ersten Kämpfe hoffentlich gewinnen können, wenn unser Team so ein bisschen was reißen kann. Aber ich glaube, gerade je höher wir kommen, desto schwieriger wird es für uns und desto wichtiger wird es für uns, in diesem Meta vorbeizuschauen, wie Bisaknosp einfach genauso groß ist wie Vulnona. Also fast schon größer. What the fuck? Das sind sehr, sehr interessante Größenverhältnisse hier. So, Olangar und Moongus, ja. Moongus will vielleicht irgendwas einschläfern. Könnte ich mir vorstellen. Es könnte aber auch sehr gut sein, dass jetzt eben Lichtschild kommt. Ja, wir sind eigentlich schneller. Das heißt, ich könnte Trugtrainer auf Moongus einsetzen. Bin zwar langsamer gerade. Deswegen macht das, glaube ich, gar nicht so viel Sinn. Nee. Das machen wir nicht. Das macht, glaube ich, gerade nicht viel Sinn. Wir könnten Trugtrainer auf... Ja, warte mal. Ich glaube, wir gehen mit Trugtrainer doch auf Moongus und gehen hier einmal auf... Schlafpuder gegen Olangar. Ja, komm. Wir tryen das jetzt mal ganz kurz. So, wir sehen Lichtschild. Das war klar. Und jetzt müssten wir beide aber schneller sein. Das heißt, ich müsste jetzt die Spätstep senken. Während Schlafpuder hoffentlich trifft. Leider trifft es nicht. Ist aber nicht so schlimm, denke ich. Weil Hutzasser hoffentlich nicht so viel gegen uns kann. So, und er ist jetzt auf -2 Spezialverteidigung. Okay, und wir sehen die Pilzspore. Ja, das ist natürlich klar und ein bisschen doof, dass das Ding jetzt schläft. Aber wir könnten jetzt grundsätzlich mit Bisaknosp angreifen. Ich hätte hier vielleicht auch einfach raufhauen sollen. Wäre, denke ich, auch eine gute Option gewesen. Ja, ich gehe jetzt erstmal auf Zugabe gegen Grimmsnarl. Aber werde natürlich langsamer sein. Wir gehen hier mit Meteorologe auf Hutzasar. Ich denke, der wird zwar jetzt rausgehen, deswegen hätte ich hier auch vielleicht eine Runde predicten können, aber wir sind auch ganz am Anfang des Ranks, deswegen keine Ahnung. Hier kann halt alles umherlaufen. Leute, die gar keine Ahnung haben vom Meta, aber auch Leute, die super krass sind und jetzt gerade in der Season wieder anfangen, sich einzuranken. Also, schwierig. Okay, es kommt erstmal die Donnerwelle, was jetzt nicht so geil ist. Stimmt, da war was. Ich erinnere mich. Ich hoffe, wir kommen durch. Das wäre sehr gut, weil das ist, glaube ich, dann das Ende von Hutzasar. Hoffe ich. Meteorologe gegen -2 Hutzasar, aber Lichtschild ist raus. Ne, der überlebt das safe. Der überlebt es nicht safe. War es ein Crit? Nö, es war kein Crit. Holy shit. Okay, erster Kill für Ganja. Nehme ich auf jeden Fall, auch wenn wir leider Gottes langsamer sind. Aber ich denke, dass das verkraftbar ist. Ich denke, dass das ein okayer Start ist, auch wenn ich das jetzt nicht optimal gemacht habe. So, und jetzt kommt Fiyaro. Ja, bei Fiyaro wäre jetzt natürlich ein Schutzschild ganz nice, weil der wird wahrscheinlich für Sturzflug gehen. Da bin ich mir relativ sicher. Was will ich machen? Ich glaube, ich gehe für eine Hitzewelle und werde mit Ganja rausgehen. Ja, den Sturzflug kann ich jetzt nicht so gut abwehren. Da bin ich ganz ehrlich mit euch, aber ich glaube, Felinara ist ja am verzichtbarsten. Wir werden sehen.
Flo, du siehst so aus, als würdest du gerade ein Referat halten. So fühle ich mich auch. So fühle ich mich auch. Warum stehst du? Weil ich heute den ganzen fucking Tag saß, seit ich aufgestanden bin. Da wird es mal wieder Zeit, sich ein wenig zu erheben. So, Sturzflug kommt. Wie viel macht das? Das macht eine Menge Schaden, aber ist okay noch. Ist okay. Jetzt hat er auf jeden Fall keine Prio mehr. Das heißt, Ganja wäre dann gleich schneller. Und wir sehen Leben Orb. Und jetzt kommt auch nochmal Reflektor eine Runde. Okay. Okay. So, wir schlafen tief und fest. Reflektor ist natürlich so semi-geil. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Und ich weiß gerade auch nicht, ob wir das gewinnen werden, weil ich glaube, ich das nicht sonderlich gut spiele. Macht es jetzt irgendwie Sinn, rauszugehen? Ich weiß gar nicht, wie viele Sonnenrunden wir noch haben. Wenn wir das irgendwo 5 von 8. Das sind eigentlich schon noch eine ganze Menge. Von daher würde ich sagen, gehen wir jetzt auf eine... Mit Hitzewelle damagen wir alles so ein bisschen an. Wir könnten auch vorbereiten. Ja, ich denke, vorbereiten wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Und wir gehen hier... ja, ich glaube, Kulleraugen könnte sogar ganz nice sein. Ich will eigentlich, dass Felinara stirbt. Aber ich möchte ganz gerne den Angriff von Fiaro so ein bisschen senken. Weil dann müsste das eigentlich ganz gute Möglichkeit sein, um Glurak X mal rein zu... Glurak... Giga Dynamax Glurak, Mann. Ich will mal Glurak X, Glurak Y sagen, dies, das. So, Sturzflug kommt. Oh, das dürfte gegen Volnona ganz okay in Damage machen. Ja, das geht. Voll klar. Ich weiß nicht, ob, Dings wird jetzt angreifen, ne? Olangar, weil der hat jetzt gerade keine Donnerwelle und so eingesetzt. Seelenbruch kommt. Killt uns das? Ja, killt uns. Okay. Ist aber in Ordnung. Ist aber in Ordnung. So, das sind FFA-Mons. Das sind keine FFA-Mons. Ja, Bisaknoss ist, glaube ich, schwierig aktuell. Ich denke, wir werden jetzt auf Glurak wechseln und damit anfangen, Druck zu machen. Ich glaube, Lichtschild müsste bald... Also, was heißt bald? Nee, wird wahrscheinlich sogar noch eine ganze Weile draußen sein. Also, das ist ein bisschen schwierig an Olangar. Er ist jetzt auf Seelenbruch gegangen und würde wahrscheinlich jetzt irgendwie Donnerwellen oder sowas. Volnona wacht jetzt gleich auf. Wir sind aber... Doch, wir sind mit Volnona schneller als Glurak, right? Das heißt, ich kann hier auf Trugträne gehen, gehe hier auf Dynamax und werde für den Giga-Feuerflug gehen. Weil das müsste ja Schaden auf dem gesamten Feld immer machen, glaube ich, ne? Ist ja nicht super nice im Doubles? Ich weiß nicht, ob ich dran gedacht habe. Oh, und er wechselt mit dem raus, das ist super gut. Ich bin mir auch ziemlich sicher jetzt, dass wir noch ordentlich Probleme bekommen werden gegen genau dieses Teil. Weil wenn der Wahlschall ist und wir jetzt gleich eine Donnerwelle von Olangar abbekommen, dann wäre das ein bisschen problematisch. Und deswegen weiß ich noch nicht, ob ich das so gut finde. Weil dann wird es, glaube ich, darauf ankommen, ob wir unsere Mons ein bisschen besser behalten können. Okay, schauen wir mal. So, es kommt die Donnerwelle. Sie trifft leider Gottes auch. Das ist okay, wenn wir jetzt durchkommen. Ansonsten wäre es ein bisschen ungünstig. So, da ist die Trugträne. Das heißt, Olangar ist jetzt auf minus 2. Und wir hauen jetzt eine Dynamax-Feuerattacke in der Sonne auf Olangar. Das müsste eigentlich killen. Und wir kommen durch. Sehr, sehr gut. Giga-Feuerflug kommt. Und das war es mit Olangar. Also Trugträne sage ich jetzt schon. Ich war so ein bisschen am Zweifeln oder im ersten Moment, als es vorgeschlagen wurde von euch, dachte ich mir so, what the fuck? Trugträne? Aber ja, macht Sinn. Auf jeden Fall. So, und jetzt bekommt Dracozolt auch schon mal konstanten Schaden. So, und Fiaro kommt rein, ne? Das Ding ist, Fiaro ist natürlich schneller, aber lediglich... Und der ist jetzt halt wieder auf plus minus null, ne? Das heißt, theoretisch vermute ich, dass Fiaro jetzt auf Volnona gehen wird. Und würde uns rausnehmen. Während Dings mit Schockschnabel auf Glurak geht und das würde uns vermutlich auch killen. Deswegen ist jetzt die Frage, was machen wir hier am intelligentesten? Bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Ah, Bamsi! Dankeschön! Dankeschön für 4 Monate Support. Wir gehen auf Schutzschild. Nee, das war dumm. Das war dumm. Das war dumm. Ich hätte auf jeden Fall Dracozolt angreifen müssen, aber die Zeit hat mich gerade ein bisschen gestresst. Ich glaube, dass wir das verlieren werden im ersten Match. Aber jetzt erstmal ein bisschen reinkommen ist, glaube ich, ganz okay. Ich würde es mal feiern, wenn du mal nur der Community ein, zwei Spiele überlassen würdest, wo wir für dich die Moves wählen. Wäre nice, deine Erklärung jeweils nach dem Move zu hören, warum du den ausgewählten Move für passend, unpassend hältst. Finde ich eine gar nicht so uncoole Idee, tatsächlich. Aber müsste man schauen, wie man das umsetzen kann.
Ja, aber Elektragon wäre jetzt... Ja, der ist wahrscheinlich immer noch langsamer. Jetzt kommt auch noch Rückenwind. Ich denke, das haben wir ziemlich sicher verloren. Vielleicht überleben wir einen Angriff von Elektragon, weil Schockschnabel ist eigentlich stärker als deiner Gewitter. Deswegen vielleicht... Nein, okay. Okay. Schade. Schade, schade. Nee, aber das haben wir auch nicht gut gespielt. Einige Situationen ja, aber andere noch nicht. Da müssen wir uns noch ein bisschen reinfinden. Ich denke, das erste Match werden wir ziemlich sicher verlieren. Hast du das heutige Kapitel schon gelesen? Nope, tatsächlich nicht. Nee, nee. Wie hast du das Giga Shiny Glurak bekommen? Habe ich mir gegent, aber kannst du dir auch ganz einfach machen, indem du halt dir einen Shiny Glurak suchst und dann kannst du dem ja im DLC die deiner Suppe geben. So, ja, im Rückenwind werden die alle schneller sein, das ist ein bisschen problematisch. Deswegen war das auch gerade eine Nullrunde, leider von Vulnona. Ja, ich denke, das haben wir ziemlich safe verloren. leider. Ich kann auch versuchen, jetzt hier Draco einzuschläfern, aber wir sind halt langsamer, ziemlich sicher. Ja, allein wegen der Para. Da müssen wir drauf achten. Wenn Ulangar drauf ist, müssen wir sehr, sehr drauf achten. Und vielleicht müssen wir dann sogar eher auf Vulaoso rausgehen, weil der kann ja mit Strolch, Donnerwelle nicht paralysiert werden und so weiter und so fort. Das wäre dann, glaube ich, insgesamt klüger von uns. Wir verlieren immerhin nur 1-0. Immerhin. Aber war natürlich eine sehr einseitige Geschichte dann ab dem Punkt quasi, wo unser halbes Team gedonnerwelt war. Das hätte ich nicht zulassen dürfen. Und dafür wäre wahrscheinlich auch besser gewesen, nicht Schlafpuder drauf zu haben, sondern Schutzschild auf Bisaknosp. Das war so eine Frage, wo ich mir nicht ganz sicher war, was ich persönlich bevorzuge. Ihr habt auf dem Discord geschrieben Schutzschild. Ich dachte mir, ich will jetzt nicht auf jedem Mon Schutzschild haben und vielleicht mal Schlafpuder oder so auf dem. Aber hier hätte sich auf jeden Fall gerade angeboten. Okay, erster Kampf geht leider verloren für uns. Ich denke aber, dass das in Ordnung ist und wir gehen in einen neuen Kampf. Und ich glaube, jetzt können wir uns auch mehr darauf konzentrieren, was wir mitnehmen können und so weiter und so fort. Also alles ganz easy, alles ganz locker. Gestreamt wird ungefähr bis 23 Uhr, 23.15. So, wir haben jetzt hier wieder Ulangar mit dabei. Okay. Machomai, Meistergriff, Trikefado. Das sieht fast wie so ein Singles-Team aus. Also ich habe jetzt, ne, Filinara wäre halt schon relativ lecker, glaube ich, am Anfang. Wie sieht denn Bisaknosp aus? Bisaknosp, Trikefalo ist recht gut gegen den. Meistergriff und Machomai sind halt so bulky, dass sie was aushalten werden. Glurak ähnlich. Und dann gibt es da noch Ulangar. Ich glaube, Bisaknosp sehe ich in dem Match sogar gar nicht so sehr. Ich weiß auch nicht, ob ich die Sonne überhaupt rausholen möchte für sowas wie Glurak. Schwierig. Schwierig. Ich glaube, Vulaoso, Filinara, die sehe ich safe. Die sind halt relativ nice gegen das Team. Aber Glurak macht mir auf jeden Fall ein bisschen Bedenken. Auch wenn Glurak der Lead sein sollte, dann hätten wir ein dezentes Problemchen. Ja, aber ich glaube, ich werde es so machen, dass ich Filinara und Vulaoso als Lead nehme und Vulnona und Glurak noch im Backup habe. Wir werden sehen, ob es eine gute Entscheidung ist. Wir werden sehen. Let's go. Community antwortet die Zahl 1 bis 4 im Live-Chat maybe für die jeweiligen Attackenslots. Ja, aber wer zieht das zusammen? Wer rechnet das zusammen? Weißt du, das ist schwierig. Ich kann ja nicht für jeden einzelnen Turn eine Umfrage machen. Aber irgendwie sowas, ich werde mal drüber nachdenken, ob wir sowas machen können. Wieso ist auf dem Bisaknosp kein Evolid? Weil der nicht tanken soll, sondern der soll austeilen. Deswegen. Aber Evolid habe ich auch überlegt und dann vielleicht Wachstum oder sowas. Könnte man auch machen. Okay, wir haben Machomai und Rotom. Ja, Rotom könnte theoretisch jetzt irgendwie für Trick gehen. Könnte uns auch burnen wollen mit Irrlicht. Ich denke, wir gehen auf jeden Fall einmal für Schallwelle. Da sehe ich jetzt recht wenig Probleme. Und die Frage ist, ob ich jetzt einmal protecten will. Ich glaube, das mache ich nämlich, um einfach zu schauen, ob Rotom jetzt hier für Irrlicht geht oder nicht. Und dann lassen wir Filinara da einfach mal offen stehen und gucken, was passiert. So, wir drücken auf jeden Fall als erstes Schutzschild. Wenn jetzt er auch noch für Schutzschild irgendwo geht, geht er nicht, sondern für Donnerwelle. Okay. Die haben wir schon mal abgewehrt. Jetzt kommt die Schallwelle. Die dürfte gegen Meistergriff, denke ich, gegen Machomai sehr guten Schaden machen. Ja, nur One-Hit. Den nehme ich, Leute. Den nehme ich doch mit. Sehr, sehr gut. Wow, das hat viel, viel mehr Schaden gemacht als gedacht.
Wird Schallwelle nicht eigentlich aufgesplittet, der Damage? Und wenn ja... Wow, Verbindung zum Spielpartner wurde unterbrochen. Sehr gut. Cooles Match. Hat Spaß gemacht. So, hat es jetzt als Sieg gezählt? Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie das funktioniert. Also, ich weiß, dass wir diese Diskussion oder diese Frage schon öfter hatten, aber keine Ahnung. Ada, Viok, dankeschön! Ach, dass du, warte mal, was? Dass du Purpy einen Sub schenkst. Viok. Crazy. Verschenkt 1 Stufe 1. Viok hat insgesamt 11 Abos auf diesem Kanal verschenkt. Viok, wer warst denn du vorher? Weil den Namen höre ich zum ersten Mal, glaube ich. Aber vielen, vielen Dank und viel Spaß, Purpy, mit dem Sub. Fair Play. Man kennt es, ja. Na gut. Ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass das ein Disconnect wirklich war. Aber scheinbar zählt es als Sieg für uns. Ist okay. War es ein schneller Sieg, dann zählt einfach der letzte Kampf, der erste Kampf als Sieg für uns, okay? Und dann vergessen wir einfach. Machen wir jetzt unfassbar weak gegen Spätzdev. Ja, aber auch gegen Rotom hat das super viel Damage gemacht. Nicht eine Umfrage Augenmaß, I guess. Ja, könnte man machen. Take TG. Ah, und vorher Mega Genitales. Boah, das hatte ich auch schon wieder vergessen, dass Mega Genitales und Take TG ein und dieselbe Person war. Alles klar, dann versuche ich mir das mal wieder zu merken. Okay. Schauen wir mal. Wir haben hier ein Galasmogmog, ein Arcani. Wir haben Regen mit Quaxo mit dabei. Pescragon, okay. Tentantel und Blitzer, ja. Das heißt, Gastrodon wird safe mitkommen müssen. Einfach, um Pescragon ein bisschen besser handeln zu können. Ja, ich denke, Vulnona/Glurak sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Einen von beiden. Wie sieht denn Bisaknosp generell aus? Bisaknosp sieht eigentlich... recht delicious aus, wenn Smogmog und Arcani ein bisschen Chip bekommen haben, ne? Beziehungsweise, wenn wir deren Spätstaff auf um eine Stufe senken können. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, leaden wir mit Gastrodon auf der einen Seite. Das könnte er eventuell predicten und deswegen in Tentantel noch mitnehmen. Nehmen wir Vulaosu als Nummer 2. Könnte man machen, wobei der könnte auch... Oh, warte. Der hat Reaktionsgaspotenzial, ne? Das heißt, wir werden dann von Wasserattacken getroffen. Oh, das wäre ein bisschen kritisch. Naja, ich muss jetzt schnell klicken. Ich nehme jetzt Vulnona noch mit. Oh, shit. Ja, Reaktionsgas könnte spannend werden, tatsächlich. Könnte sehr, sehr spannend werden, weil er kann das dann quasi in dem Moment, wo er mit Pescragon im Regen angreift, zum Beispiel, könnte er dann Galasmogmog reinwechseln. Dann sind die Fähigkeiten weg und bam, plötzlich wird Gastrodon einfach weggeballert von so einem Kiembiss. Das wäre ein bisschen problematisch. Wir machen Doubles gerade. Kuscham, wir machen gerade Doubles. Musst du dich wirklich nicht merken, ist mir auch zu komplex mit den Namen. Okay, ja. Ist jetzt genau quasi die Lead-Position, die ich mir dachte. Pescragon und Quaxo auf der einen Seite. Und wir haben quasi den aller schlechtesten Lead. Weil wir suggerieren ihm gerade, guck mal, ich habe Sturmsog. Das heißt, du musst jetzt Smogmog reinwechseln. Und wir haben wohl Vulnona schon drin. Das heißt, wir haben gar keine Möglichkeit hier, Vulnona rauszuwerfen. Also Vulnona wieder reinzubringen, um die Sonne wieder rauszuholen. Deswegen werden wir jetzt vermutlich einfach Hardcore-Mon verlieren, oder? Also wenn er Galasmogmog hat. Das ist ganz schwierig. Das ist ganz, ganz schwierig. Ja. Bleibt jetzt vielleicht nur übrig zu hoffen, dass er Galasmogmog nicht hat. Ich weiß es nicht. Ich werde auf Erdkräfte hier gehen. Und hier Schutzschild. Keine Ahnung. Es wird ziemlich sicher. Es kommt kein Wechsel. Oh. Oh, okay. Das ist interessant. Was passiert jetzt? Kiembiss. Okay, er wusste das einfach nicht, dass wir Sturmsug haben. Also, scheinbar war ihm das nicht bewusst. Okay. Warum sollte er Smogmog reinwechseln? Naja, damit meine Sturmsog-Fähigkeit weggeht und er mit seinen Wasserattacken treffen kann. Wie man jetzt sieht, hätte er das ganz gut gebrauchen können, glaube ich. Okay, was... ja, gut. Das war auf jeden Fall eine gute Runde für uns, würde ich sagen. Wir gehen jetzt weiter auf Erdkräfte. Wir haben gesehen, Pescragon war zuerst, aber wir hatten hier gerade auch Schutzschild, deswegen schwierig. Und ich würde jetzt, glaube ich, ganz gerne für Zugabe auf Quaxo gehen, falls er mit Quaxo drin bleiben sollte.
Es kann jetzt immer noch passieren, dass er jetzt rausgeht. Nee, er geht auf Schutzschild. Okay, sehr, sehr weird, aber das ist eine Nullrunde auf jeden Fall für uns, weil wir komplett den eingefunden. Aber dann hat er kein Wassertempo mehr. Der hat doch auch von vornherein kein Wassertempo, oder? Der hat kein Wassertempo. Der hat, weiß gar nicht, was für eine Fähigkeit der hat. Der kann Sandschare als Versteckte haben, die ist aber noch nicht online. Und es gibt irgendeine andere noch. Aber Wassertempo hat er doch nicht. Sondern den spielt man doch Wahlschall, oder nicht? So, wir gehen wieder Erdkräfte, wir gehen... Ja, wieder Zugabe. Let's go. Sehe ich jetzt eigentlich wenig, was wir dadurch verlieren. Sehr weird. Ich glaube, da handelt es sich tatsächlich um irgendeinen Anfänger. Denke daran, dass dieses immer noch die Anfängerklasse ist. Ja, das Ding ist, die kann da alles über den Weg laufen. Leute, die sich gerade frisch einranken, die können ja trotzdem was drauf haben. Deswegen ist es gerade sehr, sehr schwierig, das einzuschätzen. Okay, jetzt kommt Pescagon, G-Max oder was? Ja gut, dann kann er natürlich seinen Move wechseln, aber ich weiß gar nicht, ob er irgendwas von uns dann rausnehmen kann. Und ein Wassermove wird immer noch absorbiert. Ich traue ihm jetzt auch zu, dass jetzt Wassermove kommt. Titankiefer. Titankiefer war es, okay. Oder nicht. Doch, ist Titankiefer. Ja, okay, okay, okay. Ja, war mir nicht mehr ganz sicher. So, rechte Hand. Ui. Jetzt geht's ab. Also, wenn jetzt keine Wasserattacke kommt, dann wird's kritisch. Dann wird's kritisch. Ja, stimmt, rechte Hand hat Prio. Okay, der muss jetzt dauerhaft rechte Hand einsetzen. Weiß ich gar nicht, ob ich das so geil finde, ehrlich gesagt. Gilt das mit rechter Hand? Nö. Gastrodon, du Biest. Du Biest. Bruder. Okay. Angriff sinkt. Angriff sinkt. Ja gut, das ist erstmal egal. Wir haben auch noch unsere Citrobeere am Start. Aber der nächste Dynaworm wird leider killen. Es sei denn, wir protecten. Und ich glaube, das werden wir machen. Ich glaube, das könnten wir tun. So. Ui, das killt fast. Ah, nee. Es sah kurz so aus, so schnell wie das runtergerast ist, dass er stirbt. Und er hat auch eine Beere. Ist es Citrobeere? Weil dann stirbt er sowieso. 50% Beere, also 33% Beere stirbt er auch. Okay. Der muss jetzt weiter auf rechte Hand gehen. Ich werde jetzt hier eine Runde protecten und werde, glaube ich, mit Vulnuna jetzt mal rausmarschieren. Ala! Viog, dankeschön für die Ganja-Fütterung. Auch wenn Ganja gerade nicht da ist. Der macht gerade Pause. Der macht gerade echt Fütterung. Vielen, vielen Dank für die Bits. Dankeschön. Ich denke, wir können in Vularosu gehen. Maximal ein Angriff kommt und wir sollten den mit beiden Monstern überleben und können dann vielleicht zurückschlagen. Ich muss auf jeden Fall irgendwie den... Ja, den Regen muss ich gar nicht unbedingt loswerden. Das Wichtigste ist, dass ich Gastrodon irgendwie behalte. So, rechte Hand kommt natürlich wieder. Das ist klar. Ich finde irgendwie, dass die Anfangsphase immer uns gehört und dann werfe ich alles über Bord. So ein bisschen. Wobei beim ersten Match weiß ich gar nicht, ob wir da die Anfangsphase irgendwie... gut performt haben. So, das haben wir sehr gut überlebt. Logischerweise aufgrund von dem Schutzschild. Ich könnte überlegen. Ich glaube, es wäre jetzt wirklich eine Überlegung wert, ob wir vielleicht Gastrodon Dynamaxen, weil der wird ja wieder auf Gastrodon gehen. Okay, passt auf. Wir machen jetzt Folgendes. Wir Dynamaxen Gastrodon. Gastrodon müsste dann einen Hit überleben. Wir gehen dann auf deiner Erdstoß gegen den Jungen. Bleibe ich mit Vularosu drin? Jetzt die Frage... Bleibe ich mit Vularosu drin? Ich denke... Ne, ich glaube, ich gehe sogar in Vulnuna raus, weil wenn Vulnuna jetzt stirbt, ist das okay. Boah, aber warte mal, überlebt Gastrodon überhaupt noch? KP werden verdoppelt, ne? Ich probiere es einfach. Kann jetzt mega der Missplay gerade sein, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob wir das leben werden... Ich muss jetzt die KP nochmal sehen. Haben wir 79 KP oder wie viel hatten wir? Das ist jetzt so ein bisschen die Frage der Fragen. Wir werden sehen. Wir haben... Ha! Jetzt zeig mir doch meine KP. Ich glaube, wenn wir so... 160 bis 180 bekommen... insgesamt, dann wäre das okay. Dann könnten wir das überleben. Dann könnte es hinhauen. Wie genau ist dein Gastrodon investiert, Flo? Also grob... Reicht, aber eher physisch oder speziell. Ich glaube eher physisch. Kann ich euch zunächst mal auf jeden Fall sagen. Deiner Chinese. Ja, das ist besser. Das müssten wir tanken. Uiuiuiuiui. Crit. Ja, Crit. Okay, okay, okay. Dann hätten wir aber vielleicht sogar die Deiner Drachenattacke noch getankt. Weil, also mit Crit natürlich nicht. Keine Frage, aber so eben schon. So, dann kommt jetzt hier der Deiner Erdstoß. Wir mit Gastrodon gerade...
Habe ich schon angegriffen? Ach ja, nee, ich habe ja gewechselt auf Ulnuna, okay. Wow, ich dachte gerade irgendwie unser Bär wäre noch drin und macht ein bisschen Stress oder so, aber ja. Okay, das war's mit Quaxo und die Sonne ist jetzt draußen und er hat keine Möglichkeit mehr, die Sonne rauszubringen. Weil wenn er jetzt für eine Wasserattacke geht, ne, dann ist Gastrodon halt wieder fit. So, Gastrodon will ich mir auf jeden Fall bewahren, weil, wie funktioniert das jetzt, wenn ich für, Dings gehe, ne, wenn ich für Schutzschild jetzt gehe, also deiner Protect quasi, dann geht ja der Wasserangriff trotzdem auf mich, aber wird wahrscheinlich von meinem Schutzschild abgewehrt, oder? Ich denke mal, dass es so funktionieren müsste. Nehme ich mal an. So, jetzt kommt Akani rein. Ja, Akani sollte kein Problem sein. Der kann natürlich von der Sonne jetzt ein bisschen profitieren. Aber das sollte eigentlich gehen. So. Ihr macht nur ein bisschen dieses Pescagon-Angst. Aber der müsste jetzt eigentlich wieder auf... Also ich glaube sehr, sehr stark, dass der Walschall ist. Das heißt, der müsste jetzt, glaube ich, wieder auf Kiemenbiss gehen. Das bedeutet, ich werde jetzt hier für Dynar Wall gehen. Vermutlich. Und was mache ich jetzt? Ich muss eigentlich dieses Akani irgendwie... Ah, ja, also Pescagon... Ich meine, die Sonne ist draußen. Das heißt, sein Wassermove ist nicht mehr so stark. Ja, doch. Okay, wir gehen auf für Trugtrainer. Auf wen von beiden Trugtrainer? Ich denke auf Pescagon. Okay, damit wir den mit Lua gleich one-shotten können. Okay, er geht raus. Ja, ja, das dachte ich mir. Dass er sich neu choicen kann. Dann werde ich aber vielleicht gleich auch einen Hard-Switch machen. Ja, jetzt holt er Reaktionsgas nämlich raus. Also das war echt nicht so gut gespielt von ihm. Okay, aber sehr, sehr gut, dass jetzt von dem Jungen die Spezialverteidigung gedroppt wird, dass wir den theoretisch One-Shot rausnehmen können. Problem ist eben nur, dass Akani schneller ist aktuell. Und mit 11 KP können wir leider keinen Hit mehr überleben. Das ist so ein bisschen das Problem. Ja, wobei, ne? Das hat jetzt gerade 10 KP gemacht. Gegen Ulnuna. Ich könnte es versuchen, aber ich glaube, Gastrodon aufzubewahren wäre hier deutlich, deutlich sinniger. So, wie schnell bist du? Bist du schneller als ein Akami, ist jetzt die Frage. 163, nee. Da müssen wir, glaube ich, Glurak reinbringen. Ich glaube, ich möchte Gastrodon noch behalten. Aber wenn er nur für Standpauke geht... Ja, I don't know. Ich glaube, ich gehe raus. Ich kann mir nicht erlauben, dass er seine Dings-Attacken da noch einsetzt. Und wir gehen hier auf Zugabe. Ja. Ah, dann hätten wir doch drin bleiben können. Ah, ja. I see. Weil wir wären schneller gewesen mit Ulnuna. Das heißt, wir hätten Zugabe auf Akani drücken können. Akani hätte Standpauke einsetzen können. Und ich bin mir sicher, dass unser Gastrodon das besser tankt als unser Ulnuna. Und dass wir dann eben keine 11 KP Schaden bekommen hätten. Und schneller gewesen wären als Galar Smogmog? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Wir werden sehen. So, guck mal, erstmal kommt Standpauke. Ist jetzt nicht optimal, weil der Spezialangriff von Glurak gesenkt wird. Aber da können wir so ein bisschen nachhelfen, nachjustieren mit Ulnunas Dingens. So, und wir sehen den Wunderdampf. Ja, okay, der wäre auch noch drauf gegangen. Also alles richtig. Ansonsten, das hätten wir nicht überlebt dann. Okay, so, wir gehen jetzt für Brandsand. Das trifft ja alles am besten. Also Flammenwurf, warte mal, was ist jetzt gerade stärker? Brandsand kann halt burnen. Stärke 70, 140, Flammenwurf ist 90, 135 und in der Sonne ist Flammenwurf besser. Aber Feuerfänger kann halt sein, ne? Haben wir einen Bedroher bekommen? Ich schau mal ganz kurz nach. Warte mal, bei Ulnuna müsste ich das sehen. Haben wir Angriffsdorp? Ja, der hat Bedroher, okay. Dann müsste Flammenwurf hier der bessere Play sein. Es sei denn, er geht raus. Dann ist Brandsand der bessere Play. Wir machen das. So, und dann gehen wir auf Trugträne noch, auf Galar Smogmog. Falls er jetzt rauswechselt oder so, wäre das auch okay. Aber das müsste eigentlich ein totes Galar Smogmog sein. Mit Solarkraft und so weiter und so fort. Sollte der das nicht überleben können. Ist aber schwierig, weil wir keinen Speedboost mehr bekommen, ne? Boah, der überlebt das auf minus 3 immer noch. Auf minus 4. Aber er kriegt den Burn. Das erste Mal, dass ich durch Brandsand den Burn sehe, okay? Ah ja, stimmt. Und Akani muss weiter angreifen und misst zum Glück mit seiner Standpauke unser Glurak. Auch sehr, sehr wichtig. Und was sehen wir jetzt? Wahrscheinlich eine Matschbombe oder so, ne? Krass, dass der überlebt. Der Hühner auf Glurak? Hat er jetzt mit einem physischen Drachentanzherder oder was, sowas gerechnet? Okay. Very interesting. So, wir könnten jetzt Ulnuna finishen.
Und ich glaube, das werde ich auch machen. Ich gehe für einen Luftschnitt auf Arcani. Ich weiß, Brandsand würde mehr Schaden machen. Und Hitzewelle müsste Weezing rausnehmen, oder? Wobei, wir sind auch auf minus 2. Ja, aber doch, müsste killen. Müsste killen. Und dann haben wir zumindest die Chance, mit Glurak jetzt noch einen Flinch zu holen. 30% Chance ist da, bisschen Chip ist da und so. Das könnte man gerade tryen. Und Hitzewelle killt, oder? Yes. Gut. Sehr, sehr gut. Hat sogar gegen Arcani nochmal guten Schaden gemacht, weil es ein Crit war. So, und jetzt wird sehr, sehr spannend. Ah, Bedroher wirkt wieder von Neuem. Aber Dürre auch. Ist Dürre schon vorbei gerade gewesen? Nee, ne? Das wäre halt crazy. Oh, wir hatten währenddessen gar nicht Solarkraft. True, wegen Reaktionsgas, ja. Reaktionsgas, Sonne, coole Fähigkeit. Brandsand ist neu, ja. Ist wie Siederwasser, nur Bodenmove. Und bisschen schwächer, glaube ich. Decke 70 statt 80. Okay. Ja, Pescagon ist ein riesiges Problem. Absolut riesiges Problem. So, ich könnte jetzt einfach den Wechsel in Gastrodon machen mit Glurak, um meinen Spezialangriff auch mal zu resetten. Wie viele Sonnenrunden habe ich noch? Darauf kommt es ein bisschen an, meiner Meinung nach. Gerade 3. Ja, das ist okay. Weil die Sonnenrunden auch gar nicht so wichtig sind. Aber ich werde jetzt auf Trugträne gegen Pescragon gehen. Oder was sonst? Schutzschild, Hitzewelle. Ich glaube, Trugträne ist schon am sinnvollsten. Ich weiß auch nicht, ob Arcani noch in der Zugabe gefangen ist. Wenn ja, würde ich den eigentlich gerne nochmal zugaben. Aber keine Zeit, das jetzt nachzugucken. Ich bin doch zu langsam. So, Gastrodon kommt wieder rein. Jetzt bin ich gespannt, ob er tatsächlich für Kimbis geht. Nee, er geht für Steinhagel. Mist Vulnona, was erstmal gut ist. Und er ist jetzt auf Steinhagel gelockt. Okay, das ist super wichtig für uns. Ist ein bisschen problematisch für Glurak. Deswegen sollten wir jetzt vielleicht auch nicht in Glurak gehen. Was macht Arcani jetzt? Flammblitz, okay. In der Sonne wird das wehtun. Okay, das heißt, ja. Glurak, Arcani, sind die beide gleich schnell? Könnte sogar hinhauen, ne? Aber Wulaosu ist langsamer. Oder ist Arcani 161 Speed? Ich glaube, Arcani könnte sogar langsamer sein. Das wäre wichtig. Das wäre sehr, sehr wichtig. Wulnona nur am Rumheulen. So sieht's aus, Mann. Die kleine Heulsuse. So. Okay, wir werden jetzt hier für einen Finstertreffer gehen. Also Nahkampf ist stärker, ne? Aber Finstertreffer ist immer ein Crit. Das heißt, es ist genauso stark wie Nahkampf. Machen wir das. Und hier gehen wir einmal für eine Runde Schutzschild, weil halt wieder ein Steinhagel kommt. Und ich glaube, spätestens jetzt, wenn wir es nicht vorher schon wussten, finden wir heraus, ob er Walschall ist. Wenn er nicht Walschall ist, dann sondern Walband. Dann ist es was anderes. Aber er ist Walschall. Yes. So, jetzt darf er nur nicht den Flinch gegen uns bekommen. Das wäre sehr, sehr wichtig. So, das macht kaum Schaden. Aber so ein Flammenblitz von Arcani würde wahrscheinlich Schaden machen. Vielleicht, ich glaube, ich hätte sogar Arcani gerade rausnehmen müssen, oder? Statt auf Pescragon zu gehen. Das wäre viel, viel klüger gewesen. Weil jetzt kann Arcani halt einen Flammenblitz auf mich rauf. Oh. Okay, aber wir leben das. Und sind schneller als Arcani. Auch das ist wichtig. Okay, der ist jetzt auf Steinhagel gelockt. Den leben wir. Ja, jetzt muss ich ihn hier rausnehmen. Oder Arcani? Aber ich könnte sogar zwei Steinhagel überleben, ne? Wir gehen mit Finstertreffer auf Arcani. Und wir gehen hier auf Double Protect. Bringt mir ja nichts anderes was, ne? Ansonsten bin ich halt tot. Ja. Wir gehen hier auf Double Protect. Okay, spannender Kampf auf jeden Fall. Wieder bei weitem nicht optimal gespielt. So, Steinhagel kommt. Oh, wir haben den Double Protect sogar bekommen, ne? Das ist schon mal sehr, sehr gut. Hier macht das kaum Schaden. So, jetzt dürfen wir nicht den Flinch kriegen. Und kriegen wir nicht. Das heißt, das war's mit Arcani. Das hätten wir eben schon machen müssen. Puh, das hätten wir eben schon machen müssen. So, der Junge ist weg. Sehr, sehr gut. Aber das ist ja auch nice, ne? Wenn Arcani uns einen Bedroher reinhaut, dann können wir ja immer critten. Das ist ja auch eigentlich ziemlich cool. So, das ist sein letztes Mon, right? Ja, und er müsste auf Steinhagel gewalt sein. Das heißt, wir können hier einmal angreifen. Was heißt, er müsste? Er ist hundertprozentig. Tja, Hitzewelle. Wird nicht sonderlich viel machen. Aber muss halt sein dann. So, Steinhagel kommt. 31 runter auf 17, also 14 KP. Selbst wenn er einmal flincht, sollte alles in Ordnung noch sein.
Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. No. Oh, jetzt wird's spannend, Alter. Jetzt wird's echt spannend. Weil wenn das gerade eine Roll war, 14 KP hat's gemacht. Also 13 ist halt drin. Ich kann für Tiefschlag gehen. Warte mal, Tiefschlag killt der. Probier es einfach, oder? Weil er muss eh angreifen und ich habe nichts zu verlieren. Ich hätte eben Tiefschlag drücken müssen. Ganz klar, wieder ein Missplay gewesen. Wieder ein Missplay gewesen. So, Tiefschlag killt er. Ah Gott, Mann, bin ich dumm. Ich wusste nicht, dass ich diesen Tiefschlag drauf habe. Holy shit, holy shit. Puh. 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 Eieiei, warum nicht A3-fach Protect auf Ulnuna? Hätte man machen können, hätte man machen können. Alter, the first chemistry! Dankeschön! Aber wer bist du jetzt schon wieder? Nach 3 Monaten. Ich müsste dich doch auch schon kennen und ich glaube, ich lese den Namen hier zum ersten Mal. Aber vielen, vielen Dank für den Support, Mann. Vielen, vielen Dank. Uiuiui, das war auf jeden Fall ein spannendes Match, was ich nochmal ein bisschen spannender gemacht habe. Unter anderem durch meine Plays, unter anderem dadurch, dass ich den Tiefschlag vergessen habe. Aber auch der Gegner hat natürlich bei weitem nicht optimal gespielt. Also er hätte einfach bam, Smogmog anstatt Quaxo rein und dann hätte Pescagon, glaube ich, kurz einen Prozess aus uns gemacht. Da müssen wir schauen, ob wir irgendwas in unserem Team haben, was das verhindert. Also die Kombination ist echt schwierig, muss man sagen. Wann mal wieder gegen Zuschauer? Ja, ich denke demnächst irgendwann, ne? Hoffe ich mal. Okay, boah. Wolvorok ist heavy. Wolvorok ist echt heavy. Aber... also... ich sag mal so... Bisaknosp sieht halt auch sehr lecker aus. Also gegen sehr, sehr viele Pokémon. Problem ist nur, dass, glaube ich, ein Walschal Galar Flampivian schneller sein wird. Krass, dass der zugelassen ist. Eieiei. Ja, was machen wir gegen den, wenn der jetzt da kommt? Wenn der da jetzt kommt, dann wird er halt Bisaknosp einfach aus dem Leben reißen. Wir haben da jetzt nicht wirklich einen Switchen rein. Vielleicht leade ich mit Volaosu statt mit Bisaknosp und warte da ein bisschen auf den Moment. So, dann für Bisaknosp. Bisaknosp Volnuna würde ich sehr gerne mitnehmen. Wolvorok könnte kommen. Ich weiß nicht, ob ich Glurak so fühle. Fühle ich Gastrodon, ist jetzt die Frage. Ja, auch nicht. Felinara? Ja, doch, Felinara könnte ich schon eher fühlen, glaube ich. So, nehmen wir einfach mal die Kombination mit. Ob ich die gut finde, weiß ich noch nicht. Könnte ein bisschen zu weak sein gegen das Team. Aber mal schauen. Wir schauen mal, was da abgeht. Warum ist Pescagon eigentlich nicht gewandt? Und Flampivia, what the fuck? Weil die scheinbar nicht so oft benutzt wurden. Also es werden ja wahrscheinlich jetzt jede Season immer die 15 meistgenutzten Pokémon gewandt werden. Und das finde ich sehr cool. Und Flampivian und Pescagon kann man auf jeden Fall aufhalten. Man ist leider auch ein bisschen gezwungen, was dagegen mitzunehmen und so weiter und so fort, aber ja. Okay, wir haben jetzt hier Voltula und Milotic. That's very, very interesting. Ich denke, wir gehen auf einen Finstertreffer gegen Milotic und auf eine Schallwelle, oder? Ich habe da jetzt wenig gegen auszusetzen. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Also Voltula ist auf jeden Fall das Schnellste. Potenziell ist es nicht, okay. Das hat, glaube ich, nichts mit Negativ-Prio, ne? Wow, das macht echt guten Schaden. Holy Macaroni. Da fehlt einfach Speed-Investment und er misst den Donner. Ist das die falsche Fähigkeit? Also es würde mich nicht wundern, wenn da die falsche Fähigkeit ist. So, Anziehung dürfte gar nicht so das Problem sein, falls Felinara jetzt killt. Mal schauen. Ansonsten haben wir Tiefschlag, Schrägstrich, Ruckzuckieb. What the fuck? Felinara, was ist denn mit dir? Du bist wirklich der Gott der Zerstörung. Holy shit. Ja, gute erste Runde, sage ich. Wie alt bist du? Ich weiß, das fragt man nicht. Eine Lady fragt man nicht nach dem Alter. Nee. Nee. So, und da haben wir den Jungen, vor dem ich Angst hatte, und Charizardo. Okay. Ja, vor dem habe ich auch Angst. So ist es jetzt nicht. Denke, ich werde hier straight für den Nahkampf gehen. Den will ich aber sowas von weg haben. Und ich gehe vielleicht sogar, gehe ich auf Kulleraugen? Ich könnte Flampivian damit ein bisschen abschwächen. Aber wir haben eh einen Walschal.
Vielleicht geht er auch auf mich. Vielleicht geht er auch auf Felinara. Ich glaube, Vularusso ist für ihn eher das Problem, oder? Aber ich glaube, Cooler Augen ist gerade der beste Play, weil das Prio ist so. Okay, er Dynamax direkt. Das dachte ich mir, dass er diese Karte jetzt ziehen wird. Aber mit was? Mit Glurak? Mit Flampivian? Ich sehe schon, wenn jeden Monat die 15 meistgenutzten Mons immer gebannt werden, dass irgendwann nur noch Raupis da rumrennen. Ich glaube, es werden dann halt die Mons auch wieder zurückkommen, die jetzt gerade gebannt sind. Also es wird sehr, sehr rotierend immer sein. Okay, er hat auf jeden Fall Glurak Dynamax, finde ich, glaube ich, ein bisschen besser. Auch wenn der seinen Speed boosten kann, aber wir haben nachher noch Dynamax, eher nicht. Deswegen ist das schon mal gut. Oh, er ist auch langsamer damit. Ja, gut. Ja, gut. Ich glaube, das sind einfach so fast schon Durchspiel-Pokémon, oder? Weil da fehlen ja die EVs komplett drauf. So, Vularusso hat noch einen KP, kann auf jeden Fall jetzt nochmal einen Tiefschlag dagegen raushauen. Das wird halt nicht sonderlich viel bringen. Ich könnte mit Felinara. Soll ich mit Felinara mein eigenes Vularusso rausnehmen? Warte mal, macht das sogar Sinn? Dann kriegen wir Vulnona und Bisaknosp rein. Wobei dieser Knosp langsamer ist. Ich glaube, das macht keinen Sinn. Nein, ich glaube, das macht keinen Sinn. Oh shit. Das könnte aber tatsächlich noch ein bisschen kritisch werden jetzt, oder? Warte mal, wir waren schneller. Ah nee, warte mal, der hat Init Boost jetzt im Tuss. Ah, schwierig, sage ich, schwierig. Könnte aber eigentlich eine Runde überbrücken. Boah. Wie stelle ich denn das jetzt am klügsten an? Mich mit Vularusso zu Dynamaxen wäre vielleicht davor ein Play gewesen. Ja, keine Ahnung. Ich gehe auf Tiefschlag gegen den und hier gehe ich auf Schallwelle. I don't know. Das wird tatsächlich nochmal spannend, weil ich dem, wenn der Solarkraft hat als Fähigkeit, dann gebe ich dem aber nochmal ordentlich Sonne ins Gesicht. Ja, da kommt Giga Feuerflug auf Felinara. Das macht er jetzt wiederum sehr, sehr gut, ne? Weil mich die Flammen quasi töten. Schallwelle, ja, ist okay, Schaden. Ist okay, Schaden. Auf 50% den Jungen zu haben, das ist wichtig. Jetzt ist bloß das Problem, wie ich das zu Ende spielen will. Wenn ich jetzt Bisaknosp reinbringe. Du kannst bloß. Das ist jetzt ganz, ganz kritische Kiste. Er ist jetzt auf plus 1. Da bringt mir das gar nichts, den reinzuholen. Außer, dass ich jetzt einmal Double Protecten könnte oder so. Uff. Ja, also, okay. Okay, das wird hart, weil ich die Sonne halt für ihn setupe. Das wird echt gefährlich. Ich werde jetzt hier Dynamaxen. Und für deine Wall gehen. Denke ich. Oder versuchen. Kann ich einen Hit überleben von einem Giga Glurak? Kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber auf plus 1 kann ich dieses Glurak noch outspeeden, ja. Ja, okay, pass auf. Ich Dynamaxe und gehe auf deiner Wall mit Bisaknosp. Und gehe hier nochmal auf Schallwelle. Yes. Okay. Im Optimalfall geht er jetzt auf die Flugattacke auf Bisaknosp. Die wehren wir ab, das heißt, er bleibt auf plus 1 Speed. Und er war eben langsamer als mein Vularusso. Okay, das heißt, er kommt nicht auf 240 Speed. Mit Ganja komme ich, glaube ich, auf ungefähr 240 Speed oder sowas in die Richtung. In der Sonne. Und wenn er jetzt keinen weiteren Speedboost bekommt, dann müssten wir outspeeden können und dann müsste Ganja den hier killen können. Ich bin gespannt. So, deiner Wall. Eieieiei, das wird spannend. Ja, yes, okay, das war wichtig. Um unsere Chancen überhaupt noch aufrechtzuerhalten. Jetzt weiß ich nur gar nicht genau, wie wird das berechnet. Wie wird der Speed jetzt berechnet, wenn ich mit Felinara jetzt rauswitche, wo Luna reinkommt, die Sonne aufsetzt. Kriege ich dann schon meinen Chlorophyll-Boost? Das wäre zumindest wichtig zu wissen. Weil ansonsten bleibe ich natürlich drin. Aber ich glaube, ich kann so oder so drin bleiben. Ich glaube, ich kann drin bleiben. Ja, müsste ich machen können. Ich glaube, ist egal, weil wir können auf deiner Giftschwall gehen. Und hier gehen wir auf Schallwelle. Er kann nur einen von beiden rausnehmen, wenn überhaupt. Ja, bekommst du. Okay, das ist gut zu wissen. Luftschild kommt, tanken wir. Wir können nicht geflincht werden. Und damit holt sich Ganja den Kill gegen frickin' Glurak. Nice, sind wir hier in Smash oder was?
sehr, 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 sehr gut. Puh, okay. Also Feuerattacke in der Sonne, die hätte gekillt. Da bin ich mir relativ sicher. Oder wäre super, super, super knapp geworden. Puh. Bitte das Team gleich überprüfen. Worauf denn? Achso, von ihm, meinst du. Wenn wir können. Wenn wir können. Möchtest du weiterkämpfen? Können wir scheinbar nicht. Können wir scheinbar nicht. Okay, dann geht's weiter. Let's go. Spannendes Kämpfchen. Aber man merkt schon einige Schwachstellen von dem Team noch. Also Giga Glurak, kleines Problemchen für uns. Kleines Problemchen. Ein Gastrodon bekommt, by the way, von einem Choiceman Adamant Chimbis von einem Pescagon ohne Titankiefer ungefähr 70-90%. Nur falls du nochmal in eine so Situation kommst, in der Sturmsog überbrückt wird. Okay. Mhm. Okay. Dann wäre vielleicht sogar, ich weiß gar nicht, haben wir Siedewasser auf Gastrodon drauf? Wenn ja, dann könnte ich das dann gegen Pescagon drücken, ne? Macht zwar keinen Schaden, aber wir haben die Chance, dass wir burnen können oder so. Maybe. Beziehungsweise kann ich Smogmog dann potenziell rausnehmen. Muss man gucken. Okay, wir haben hier ein Ramot auf jeden Fall dabei und Britzigel in Kombination mit Alola Raichu. Mhm. Ja, Alola Raichu ist auf jeden Fall gefährlich für uns. Das kann man, denke ich, so stehen lassen. Ramot. Ja, Ramot auch dezent gefährlich. Auch dezent gefährlich. Okay. Fumeril und Mopeko dann noch. Okay. Ist jetzt die Frage, wie wir das machen. Wir können. Also wir brauchen Glurak, um überhaupt irgendwas gegen Ramot machen zu können. Das ist essentiell wichtig. Sonne kann man mitnehmen. Ja. Wir brauchen Vularosu, damit wir gegen Raichu besser bestehen können. Illinara wäre auch okay. Aber da können wir gegen Ramot sehr wenig machen. Aber hier haben wir die Zugabe drauf gegen Ramot. Okay, ich werde mit Vularosu leaden. Und Glurak, glaube ich, noch nehmen. Dann haben wir Volnona noch, um uns einen Boost zu holen. Brauche ich Gastrodon? Maybe. Maybe wäre es besser gewesen als Bisaknosp. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, Bisaknosp hat hier, glaube ich, gar nicht so die krasse Aufgabe. Ne, ich hätte eher noch Felinara für Raichu. Ich war jetzt gerade sehr bei Ramot. Aber Raichu für Raichu wäre auf jeden Fall Felinara nochmal besser gewesen. Auch wegen der Prio und so weiter und so fort. Und Elektrofeld bleibt halt auch eine ganze Weile draußen. Das zu stallen ist in Doppelkämpfen immer sehr, sehr schwierig. Okay, gucken wir mal, was wir machen können. Wir haben hier erstmal Azumarill und Morpeko. Fühle ich jetzt nicht den Lead. Fühle ich jetzt nicht. Die könnten beide Glurak fokussen. Sehr effektiv auf Mopeko, ja, okay. Schwierig. Mopeko. Okay, pass auf, ich probiere was Riskantes, ja. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Ich gehe mit Vularosu raus auf Volnona, hol die Sonne raus und schwäche die Wasserattacken. Und ich gehe in Bisaknosp, um die Wasserattacke abzufangen. Und auch die Elektroattacke zu resisten. Ob das klappt, ich weiß nicht, Alter. Double Switch, ganz, ganz schwierige Situation. Warum steht Flo Rückentraining? Geht in die Richtung, ja. Bisschen weniger sitzen, dies, das. Okay, es kommt ein Mogelhieb. Ja, das ist fein. Das ist sehr fein. Macht zwar auch guten Schaden, weil es ein Crit war. Und wir sehen Bauchtrommel. Aber Bauchtrommel, Wasserdüse in der Sonne dürfte eigentlich nicht killen. Deswegen müsste dieser Knosp killen können mit einer Matschbombe. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist nur, kann Morpeko irgendetwas, um uns aufzuhalten? Das weiß ich halt nicht. Also wenn der jetzt irgendwie kann Spotlight, dann haben wir vielleicht ein Problemchen. Okay. Ich bin aber auch mit Volnona schneller. Das heißt, ich kann Azumarill nochmal zu einer Bauchtrommel zwingen. Er könnte Volnona rausnehmen jetzt, ne? Ich glaube, ich gehe dann doch eher auf Protect. Und hoffe, dass Morpeko nichts kann gegen uns. Schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. So, wir gehen als erstes auf Schutzschild. Es kann auch sein, dass Azumarill jetzt Schutzschild drückt. Ne, da kommt die Wasserdüse. Yes, auf Volnona. Perfekt, sehr, sehr gut.
und manchmal bekommt. Das war's mit Azumarill. Sehr, sehr wichtig. Und mal sehen, ob Morpeko jetzt... Ich denke, Morpeko wird auf uns gehen, auf Bisaknosp. Weil Vulnuna von der Wasserdüse wahrscheinlich schon gestorben wäre. Ja. Ich hoffe, wir können das tanken. Na, leider nicht, leider nicht. Aber ich sag, Bisaknosp hat seine Aufgabe erfüllt. Hat er erfüllt. Komplett. Weil ich habe gedacht, der reißt hier gar nichts. Aber er hat Azumarill rausgenommen. Das ist schon mal sehr wichtig. So, ich denke, ich werde jetzt in Glurak gehen. Warte mal, er kann Ramot haben. Yes. Und das ist in der Sonne gerade sehr verlockend. Er ist aber auch gerade auf plus 1. Mit Aurarad. Und das ist gerade vom Typ Elektro. Das ist schwierig. Da jetzt Glurak reinzuwerfen. Bin ich ehrlich mit euch. Also er wird bestimmt einen Hit überleben. Aber dann in Kombination noch mit anderem Scheiß. Zumal Aurarad auch wieder Init erhöht, ne? Wir den dann nicht ausnocken können unbedingt. Ja, wobei, so ein Flammenwurf müsste killen, aber dann kriegen wir keinen Speedboost. Ist Hulaosu hier besser? Maybe. Maybe, maybe, maybe. Ich habe Angst davor, dass Ramot jetzt reinkommt. Davor habe ich Angst, weil wir mit Vulnuna eben schneller sind und den nicht zugaben können auf Haltereigen. Okay, Raichu kommt. Okay, perfekt, 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 perfekt. Sehr, sehr gut, dass wir hier Hulaosu reinkriegen. So, aber Raichu könnte auch nochmal Mogelhieb können. Wird er das machen? Könnte ich mir vorstellen, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir gehen auf Hitzewelle hier. Und gehen... Wobei, wir könnten auch den Superplay gerade machen. Hey, komm, es geht um nichts, okay? Es geht um nichts. Wir gehen auf Zugabe. Gegen Raichu. Ich glaube, Hitzewelle ist trotzdem eher der Play. Aber Raichu Mogelhieb kommt ja zuerst. Und hier gehen wir auf Schutzschild. Oder warte, warte, warte. Stopp. Wir machen es doch noch anders. Wir gehen auf Hitzewelle. Nee, Raichu ist schneller als ich. Warte doch, wir gehen, machen es doch so, wie ich gesagt habe. Zugabe hier und hier Schutzschild. Oh, wir hätten Dynamaxen auch können eventuell, ne? Das wäre auch vielleicht nice gewesen. Aber ich glaube, ich möchte es auch noch auf Glurak haben. So, kommt jetzt Mogelhieb. Nein, kommt nicht, okay. Sad life, aber Aurarad kommt auf uns, okay. Bei Raichu ins Auran, Psychokinese kommt nicht auf uns. Aber das könnte wohl nur noch überleben, ne? Yes. Okay, dann ist er jetzt auf Psychokinese gelockt. Das bringt uns auch tatsächlich sehr, sehr viele Informationen für den nächsten Zug. Denn er muss Vulnuna angreifen. Muss er machen. Muss er hundertprozentig machen. Das heißt, wir können hier einmal schutzschilden. Und wir gehen hier auf den Nahkampf und boxen jetzt mal Morpeko um. Oder boxen wir alle oder Raichu um? Nee, ich glaube Morpeko. Wobei Morpeko schneller ist als wir. Tiefschlag ist aber nicht sehr effektiv. Ne? Ja, das heißt, ich muss auf Nahkampf gehen. Gegen den. Und dann habe ich ein Problem gegen Raichu eventuell. Ja, sollte schon klappen irgendwie, hoffe ich. Hoffe ich. So, okay, er bleibt drin. Das heißt, Raichu ist useless diese Runde. Morpeko geht auf Eiszahn. Okay. Warum Eiszahn? Ist Aurarad jetzt... Ah, Aurarad ist jetzt Unlicht gerade, ne? Okay. Ja, dann haben wir es ja noch besser gemacht. Okay, der hat einen Sash. Der hat einen Sash. Das ist aber okay, weil wir Tiefschlag haben. Und Raichu aktuell gar keine Bedrohung ist. Also auch das ist fein. Das ist fein. Also die Zugabe sehr, sehr wichtig auf Raichu gewesen. Jetzt kommt allerdings eine Psychokinese gegen Vulnuna. Möchte ich Vulnuna jetzt hier sterben lassen? Eigentlich weniger, aber ich will da jetzt auch nicht unbedingt Dings reinholen. Deswegen gehen wir für den Double Protect. Ich könnte auch Dynamaxen Vulnuna, damit Vulnuna noch überlebt. Aber ich glaube, das ist nicht so wichtig. Und hier gehen wir auf Tiefschlag. Ich könnte auch Raichu rausnehmen. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Wäre vielleicht wichtiger als Morpeko. Oh. Jo, warte mal. Okay, wir machen folgendes. Wir gehen auf Hitzewelle. Und wir gehen auf Tiefschlag gegen Raichu. So müssten wir eigentlich den Double Kill bekommen können. Wenn alles normal verläuft. Okay, er geht raus. Ah, not bad. Ich glaube, not bad. Ja! Ja! Ah, könnte schwierig werden. So, Tiefschlag geht leider ins Leere. Schade, dass wir uns nicht andersrum entschieden haben. Und Aurarad kommt, wenn das jetzt auf Vulnuna geht, ganz belastend. Es geht auf Hulaosu und killt uns ganz knapp nicht. Okay, das ist schon mal gut, weil wir dann Tiefschlag gegen Raichu drücken können. Und wir kriegen hier schon mal ein bisschen Chip gegen Ramot. Gudi. Das Schlechte an der Sache ist gerade, dass... Ja... Wobei, eigentlich sieht es gar nicht so scheiße aus. Selbst wenn Ramot sich jetzt anfängt zu setupen. Wobei, in der Dynamax schon schwierig. Aber wir können ja einmal auf Trugträne gehen. Gegen Ramot. Und gehen hier auf Tiefschlag gegen Raichu.
So, mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Wenn er ein Schutzschild oder sowas auf Raichu hat, dann wird er das jetzt wahrscheinlich drücken. Wenn es Sinn macht für ihn. Aber wenn er nur Angriffsmoves hat, dann muss er ja angreifen. Dann kriege ich meinen Tiefschlag jetzt raus. Und von daher kommt der Tiefschlag und das wird Raichu killen. Yes, das heißt, es bleibt nur noch Ramot und wir haben 3 Pokémon noch übrig. Okay, okay. Soweit, so gut. So, und der ist jetzt auf minus 2. Das heißt, selbst wenn der auf Falter reingeht, alles in Ordnung. Weil wir den speziell immer noch touchen können. Und vielleicht entscheidet er sich jetzt nochmal auf Falter reinzugehen. Das kann ich mir fast schon nicht vorstellen. Deswegen ist jetzt die Frage, gehe ich auf Trugträne? Entweder kriegen wir nochmal eine Trugträne drauf. Er wird Glurak nicht killen können. Ich wüsste nicht, mit welchem Move in der G-Max. So, und wir gehen hier natürlich auf Finstertreffer gegen Denium. So, und dann schauen wir mal. Eins von beiden kriegen wir raus. Und der geht für Dynamax. Okay, das heißt leider kein Falterreigen. Das war aber dann zumindest schon mal wichtig, dass wir nicht für Zugabe gegangen sind. Zugabe plus Tiefschlag. Ja, schwierig. Schwierig, weil Dynamax halt jederzeit kommen kann und so. Tiefschlag wäre vielleicht eher der Play gewesen, aber wenn er... Ja, doch, sehe ich durchaus, was du meinst. Ja, sehe ich den Punkt. Aber ich denke, ein Ramot auf minus 3 Spezialverteidigung müsste Glurak in der Dynamax hinbekommen können. Und selbst wenn wir es nicht one-shotten, dann sollten wir uns den Speedboost mit Luftschild holen können und dann sollte es das gewesen sein. Mir tut immer noch der Arm weh vom Herumtragen von meinem Neffen. Du Armer, Alterno, du Armer. So, wir gehen auf... Ja, nochmal auf Trugtrainer, oder? Ich denke schon. Kann der irgendwas haben gegen mich? Ich wüsste nicht, was Ramot gegen Lura kann. Ich wüsste nicht, was. So, von daher müsste das jetzt Game Over sein. Sei denn, er hat auch nochmal einen Flugmove. Dann wird's... Nee, dann ist der auf minus 5 jetzt. Nee. Also selbst wenn er auch Luftschnitt oder sowas kann, Windschnitt, irgendwas wird er bestimmt können. Und damit Glurak angreift. Dann wird er auch wieder schneller sein in der nächsten Runde. Aber dann kommt Vulnona halt zu seinem Angriff, zur nächsten Trugträne. Und dann ist Ramot auf minus 5. So, deiner Brand kommt auf Glurak. In der Sonne wird es okay einen Schaden machen. Ist ein Ramot. Aber wir tanken das. Und jetzt ist Ramot auf minus 5. Und wenn er das jetzt tankt, wenn er jetzt irgendwie einen Anti-Crit bekommt, dann höre ich auf mit Pokémon. So, nice. Sehr, sehr gut, Mann. Ich fand vorhin den Play mit Zugabe auf Raichu schon ein wenig riskant. Ich meine, es kann jederzeit auf Dynamax gehen und sich selbst das Terrar geben. Aber ist ja noch gut gegangen. True, ja. Dass es sich selbst das Terrar geben kann, das habe ich ganz vergessen. Und auch generell ist Zugabe natürlich, wenn Dynamax noch da ist, immer ein bisschen risky. Sehe ich den Punkt auf jeden Fall. Yes.